Hallo, herzlich willkommen. Ich hatte vor einiger Zeit ein Video gemacht, in dem ich die Grundlagen zum Thema komplexe Wurzeln erzählt habe. Also Hinweis für diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, das findet ihr in der Playlist Funktionen Theorie oder vielleicht verlinke ich es auch noch hier unten in der Beschreibung. Und eine ganz kurze Zusammenfassung davon werde ich jetzt hier auch hier nochmal geben. Ich hatte gesagt, wenn wir eine komplexe Zahl z haben, dann ist eine Zahl w nte Wurzel von z, wenn w die Eigenschaft hat, dass w hoch n gleich z ist. Wir hatten gesehen, es gibt im Allgemeinen nicht nur eine solche Zahl, sondern es gibt immer n Stück, also nte Wurzeln, also das heißt, es gibt zwei zweite Wurzeln, drei dritte Wurzeln, vier vierte Wurzeln und so weiter. Und der Ansatz, mit dem wir das Ganze hergeleitet hatten, war, dass wir sowohl diese Zahl w als auch diese Zahl z in der Polarform schreiben. Also wir schreiben w in der Form w-Betrag mal Cosinus Beta. Beta ist also der Winkel von w plus i mal Sinus Beta. Und wir schreiben z in der Form z-Betrag ist gleich Cosinus Alpha. Alpha ist der Winkel von z plus i mal Sinus Alpha. Und wir hatten dann also zwei Tatsachen in der einführenden Lektion hergeleitet, nämlich einmal, dass der Betrag von dieser gesuchten Zahl w, also von diesen gesuchten Zahlen w, die jetzt die Eigenschaft haben, dass w hoch n gleich z ist, dass wir diesen Betrag bekommen als nte Wurzel aus dem Betrag von z. Hier war der ganz normale Betrag im Sinne einer reellen Zahl gemeint. Und Moment, ich muss ja eben meine Katze wegsetzen. So, okay, also wir hatten gesehen, wir können den Betrag von w ausrechnen als nte Wurzel vom Betrag von z. Und das ist die ganz normale reelle Wurzel aus dieser reellen Zahl z. Und wir können diese Winkel w von diesen komplexen Wurzeln ausrechnen als der Winkel von z, also als Alpha plus k mal 2 Pi durch n. Das war also die allgemeine Formel. Und jetzt wollen wir also ein Beispiel betrachten. Es ist auch nicht so, ich habe im ersten Video gesagt, wenn jemand ein Beispiel sehen möchte, möge er ein Beispiel in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich eben ein Beispiel vorrechnen. Das ist nun passiert. Jemand hat Beispiele reingeschrieben. Also hier ist das vorgerechnete Beispiel. Und zwar wollen wir das hier ausrechnen. Wir wollen die dritten Wurzeln von i berechnen. Also das heißt, wir wollen Zahlen w finden, die die Eigenschaft haben, dass w hoch 3 gleich i ist. Und ja, ein bisschen habe ich ja schon angefangen, das zu rechnen. Also wir benutzen jetzt erstmal diese Form hier, also den Betrag von dieser Zahl. Rechnen wir hier mit dieser Zahl, mit diesem Ausdruck hier aus. Also der Betrag von w ist nte Wurzel aus z. Das wird jetzt in diesem Fall hier der Betrag von w ist dritte Wurzel, weil wir wollen ja die dritten Wurzeln ausrechnen. Dritte Wurzel aus i-Betrag. I-Betrag ist 1. Damit das Ganze noch mal eben hin. Ja, also hier ist die komplexe Ebene. Hier ist i, hier ist 1. I hat den Betrag 1 hier. Also ist i-Betrag dritte Wurzel aus 1, was natürlich auch wieder 1 ist. Und ja, dann müssen wir also hier noch diese Beta k ausrechnen. Beta k, das ist jetzt also Alpha plus k mal 2 Pi durch n. Alpha ist in diesem Fall also der Winkel von i, das ist dieser Winkel hier, also Pi halbe. Ja, also haben wir hier stehen Pi halbe plus k mal 2 Pi durch 3. Ja, also dieses n hier wird zu 3, weil wir jetzt eben die dritten Wurzeln ausrechnen. Und k kann jetzt eben sein 0, 1 und 2. Also das heißt, man bekommt jetzt also die dritten Wurzeln von i in der Form 1, das ist also der Betrag.
Und dann Cosinus eben diese BK, das ist also dann eben Pi halbe plus K. Ein bisschen unübersichtlich, ich mach mal eben dieses hier weg. K2 Pi durch 3 plus I Sinus und hier auch wieder das gleiche. Pi halbe plus K2 Pi durch 3. Und ja, wir können also jetzt hier für k, wie gesagt, das habe ich jetzt gerade wieder weggewischt, 0 bis 3 einsetzen und dann bekommen wir also die einzelnen dritten Wurzeln von i. Wir können uns die auch nochmal eben einzeichnen, hier in unserer Skizze. Also wenn wir k gleich 0 einsetzen, dann bekommen wir diese hier. Das nächste ist dann eben, wenn wir hier K1 einsetzen, dann ist das Ganze also gedreht, dann ist die nächste Wurzel hier etwa. Und für K gleich 2 bekommen wir dann diese Wurzel hier. Also diese drei, das sind jetzt also die drei dritten Wurzeln von i. Okay, soweit also dann dieses Beispiel. Ja, wie beim ersten Video, wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare oder wenn ihr noch weitere Beispiele sehen wollt. Nein, also weitere Beispiele werde ich nicht vorrechnen, aber wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.